Servus und Grüezi und Hallo, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung kommt aus der Schweiz und ist ein Sentis Malt. Ein Schweizer auf meinem Fass. Ja, wie kommt es dazu? Punkt 1, wir hatten diese Woche oder letzte Woche unser erstes Whisky-Tasting bzw. unseren ersten Heilbronner Stammtisch. Da waren ein Haufen Whisky-affine Menschen dabei und wir haben einen super Abend verlebt in einer super Location und jeder hat natürlich tolle Whiskys dabei gehabt. Wir waren am Ende, weil ein paar krank waren, der nächste musste auf die kranke Frau aufpassen etc. pp. Fürs erste Mal immerhin 11 Mann zusammen, sind insgesamt in der Gruppe glaube ich jetzt an die 20 oder 25 Mann. Und wollen das ja auch öfters wiederholen. Das ist aber nicht der Grund, dass ich euch das erzähle, warum der hier steht. Es ist nur a part of the Veranstaltung. Denn jeder hat ein paar Pullen dabei gehabt. Das waren für 11 Leute an die 25 oder 26 Whiskys. Ich habe da glaube ich auch einen Short hochgeladen. Falls es jemand interessiert, könnt ihr ja mal reingucken. So, was haben wir denn hier heute stehen? Wir haben hier einen ganz besonderen Kandidaten und das hat auch einen Grund, warum ich den da habe. Wie ich den im Whisky-Tasting getrunken habe, meine Lieben, habe ich gedacht, ich komme von innen nach außen. Also ich habe selten sowas Abartiges getrunken wie diesen Whisky. Also der ist wirklich grauenvoll gewesen für mich zu dem Abend. Jetzt habe ich mir aber gedacht, okay, es war natürlich auch ein Haufen auf dem Tisch standen. Wir sind jetzt mal fair und nähern uns den Kandidaten, weil interessant ist er schon. Was gibt es zu dem Kandidaten denn zu sagen? Also auf der Pulle, die ich euch auch gerne mal zeige, die ist nämlich wunderschön. Er ist auch nicht kältefiltriert, er ist auch nicht gefärbt. Das ist ein Sentis Malt, nennt sich Swiss Alpine Whisky, ist die Edition Dreifaltigkeit. Und die Edition Dreifaltigkeit hat zwei Merkmale. Punkt 1 ist in Fassstärke abgefüllt, Punkt 2 ist rauchig. Das hier ist Lot Nummer 8. Und gereift ist der Kandidat in alten Bierfässern, in Old Oak Beer Casks. Das hier ist das Lot Nummer 8. Wie gesagt, nicht filtriert, nicht gefärbt. Wie in der Schweiz üblich, mit so schönen Blim Blim und Glim Glim, ein schönes Heftchen dabei. Eine Besonderheit gibt es bei dem Whisky dann trotzdem noch zu vermelden, denn der wurde 2010 zum Best European Whisky bei Jim Murray ausgezeichnet. Also wenn der das gleiche Lot hatte wie ich, dann muss er echt was geraucht haben, um den dafür auszuzeichnen. Aber jetzt wollen wir mal brav sein. Destilliert wird dieser Whisky in der Brauerei Locher AG in der Schweiz in Appenzell. Diese Pulle hat mal um die 45 Euro gekostet. Ich habe heute mal recherchiert, den findet man auch noch für um die 45 Euro, kostet aber in den großen Stores mittlerweile um die 65 und in eBay und Co. sogar um die 80 Euro. Also da lohnt sich schauen, wenn man sich für den interessiert. Was gibt es denn noch zu sagen? Ja, also eine Besonderheit ist sicherlich, dass der in Hochmoortorf mit Apfel, Buchen und Eichenholzspänen wird die Gerste dort gedarrt und geräuchert, sage ich mal so, was dem Whisky einen intensiven und würzigen Charakter verleihen soll. Naja gut, hier kommt schon eine Fahne rüber, Leute. es ist der Hammer. Also, schauen wir uns mal die Farbe an. Gefärbt ist er ja nicht. Ich glaube auch, wenn ich richtig recherchiert habe, dass dieser Whisky wirklich mit jedem Batch oder Lot auch anders schmeckt. Das kann von strohgelb bis dunkel sein, weil die Fässer, die hat der Herr Locher Senior, glaube ich, sich mal Gedanken gemacht, wie kann man aus diesen 60 bis 130 Jahre alten Bierfässern, die der überall aus Österreich und Deutschland zusammengekarrt hat, wo die Dauben auch dicker sind als in schottischen Whisky Casks, die wurden dann auch so gepecht, so ausgepecht, damit diese Fässer dicht sind, weil ja Bier Kohlensäure hat und wenn Bier da drin reifen muss, muss das ja einen gewissen Druck standhalten. Und ich weiß es nicht, wie das in der Interaktion mit Whisky
harmoniert oder welche Töne darüber kommen. Also wie gesagt, er ist in Bierfässern gereift. Wie gesagt, die Farbe ist wunderschön, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Lex zieht er auch im Glas, die sind hervorragend. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Dann halten wir mal unser Schnauzelnäschen rein. Jo. Es kommt schon wieder. Also der hat einen Duft nach geräucherten Fisch. Der hat einen medizinischen Rauch, hat er drin. Wie ein alter deutscher Räucherofen. Also Fruchtigkeit finde ich in dem Whisky so gut wie gar nicht. Wenn überhaupt, ist es so ein faulicher Apfel, der auf der Erde in der Apfelwiese liegt. Und da kommt wieder dieses Kräutrige durch. Unglaublich. Wobei der unglaublich intensiv und malzig ist. Der Rauch riecht wirklich wie ein ölverschmierter alter Räucherofen aus einer Heringsbraterei. Ganz, ganz eigen. Wobei, so übel ist es nun doch nicht. Also wer rauchige Whiskys mag, der wird mit der Nase hier sicherlich seine Freude haben. Da gehe ich mal davon aus. Ich finde es einfach echt heftig. Also ihr wisst, ich trinke gern rauchigen Whisky, aber das Ding, das ist so richtig ölig verschmierter alter Räucherofen. Du machst so einen Schuppen auf und dann kommt dir so ein Moderflachs ins Gesicht geweht. Also ich habe sowas echt noch nicht gerochen. Der riecht komplett anders wie ein schottischer Whisky. Gut, ist ja auch ein Schweizer Whisky. Wobei ich aus der Schweiz mit der Zodiac Series ja wirklich schon gute Kandidaten habe. Wobei das auch alles mit Flakes und was der Kuckuck was gemacht wird. Also das ist auch immer fraglich, ob man Whisky so genießen will. Wobei schmecken tut er mir. Und aber an das Thema habe ich ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch ja anschauen. Also ich tue es mir jetzt an, meine Lieben. Ich werde ihn jetzt nochmal verkosten. In der Hoffnung, dass er besser ist wie vor ein paar Tagen. Slanche. Alter Verwalter. Also ich traue mir den ja gar nicht runterschlucken. Also das ist schon super interessant, das muss ich sagen. Also ich würde das jedem empfehlen, der experimentierfreudig ist. Ansonsten finde ich, hat das Ding mit Whisky echt verdammt wenig zu tun. Das ist ein Unterberg. Und zwar einer von der fiesesten Sorte. Kennt ihr Unterberg? Also ich liebe ja Jägermeister. Das ist ja was man genießen kann. Unterberg ist ja schon fast Medizin. Also der Whisky hier ist für mich vom Geschmack her eine Mischung aus einem Unterberg und einem Klosterfrau Melissengeist. Den kannst du für die Rückenmassage nehmen, den kannst du super einreiben. Wahrscheinlich stinkt dann der ganze Raum nach einem Hering. Also ist unglaublich. Also der hat Rauch, ja, und zwar einen rußig-aschigen Rauch. Den hat er auch gut. Der kommt echt hammerhart rüber. Dann hast du auch eine Speckigkeit drin. Du hast eine Kräuterbackung drin. Richtig medizinische Kräuterpackung. Dann hast du den Unterberg. Früchte finde ich hier überhaupt nichts. Wenn überhaupt, dann sind es vollreife Pflaumen, Zwetschgen, Gedart, Trockenobst, wenn überhaupt. Er hat was Erdiges. Ich probiere noch einen Schluck, weil ich glaube, ich werde nie mehr in meinem Leben trinken. Also werde ich jetzt mit euch den letzten nehmen. Wie gesagt, ein echt interessantes Teil. Mmh.
Nee, Leute, seid mir nicht böse. Das ist einfach ein Scheißdreck. Also das hat mit Whisky nichts zu tun. Bier kommt da überhaupt nicht durch. Vielleicht so ein bisschen von einem Hefeweißbier, von einem dunklen Hefeweißbier. Das Ding ist für mich eine Arznei. Punkt. Ich finde ihn einfach schrecklich. Ich finde ihn schrecklich, da würde ich mir das Whisky trinken wieder abgewöhnen. Egal, sei es drum, da wird es auch Menschen geben, die den gut finden. Jim Murray ist einer davon. Was mich wieder immer näher zu der Aussage bringt, alles was der auszeichnet, sollte ich mir nicht kaufen, denn mir hat eigentlich noch nie was davon geschmeckt. Aber das ist nur ganz persönlich subjektiver Geschmack. Ah, oh, der steht, also der Abgang ist lang und intensiv und würzig und malzig. Er hat auch eine gewisse Süße jetzt hinten drin, das möchte ich gar nicht verschmähen, aber was mich so unglaublich stört, ist dieser Unterberg-Klosterfrau Melissengeist-Touch. Das ist eine Spirituose und ich finde, die hat mit Whisky wenig zu tun. Sorry Leute, anders kann ich es nicht sagen. Wie gesagt, der Preis ist sehr breit gefächert im Internet. Wer experimentierfreudig ist, kann sich da echt mal drauf einlassen. Ich bin super, super genial gespannt, ob jemand von euch den schon mal im Glas hatte und wenn ja, wie ihr den fandet. Und schreibt mir das ruhig in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, oder sagen wir es anders, es kommt ja immer erst Kaufempfehlung, also von mir, nein, auf keinen Fall, es sei denn, du bist, wie sagt es die eine Bonbon-Werbung, bist du stark genug? Wenn du stark genug bist, so ein Experiment zu machen, dann tu das, probiert's und schaut mal weiter. Ansonsten nein, keine Kaufempfehlung, hat mit Whisky für mich nichts zu tun. Ich bin auch ein experimentierfreudiger Mensch, aber das ist für mich einfach Medizin und keine Spirituose im Genusssektor im Wasser des Lebens. Ja, also wie gesagt, wenn ihr schon mal Erfahrungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch immer, das wisst ihr alle, über ein Abo. Und ansonsten verbleibt mir wie immer zu sagen, raise your horns, stay hard und slangema. Verbleibt mir nur noch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Häcksler. Haut rein!